Yo, Sausle! Ich bin der Hoggy und ich grüße euch herzlich zu einem kleinen Walkthrough in Minecraft. Und zwar führe ich euch heute durch mein selbst erbautes Dörfchen namens Hoggyhausen. Vor ein paar Monaten habe ich ja in einem Video schon mal erste Impressionen davon gezeigt. Wer es noch nicht gesehen hat, für den ist es jetzt hier nochmal eingeblendet. Es handelt sich hier übrigens um das stinknormale Minecraft, ohne irgendwelche Mods. Ansonsten befinde ich mich hier auf einem privaten Server eines Kollegen, auf dem kein Creative Mode, sondern Survival Mode auf der Schwierigkeitsstufe schwer eingestellt ist. Wie ihr euch also vielleicht vorstellen könnt, hat es schon eine ganze Weile gedauert, all das hier zu errichten. Ich habe da einfach in den letzten Monaten zwischendurch immer mal wieder an mein Minecraft-Dorf gebaut und was dabei alles entstanden ist, will ich euch jetzt mal zeigen. Also. Tja, offenkundig ist Hoggyhausen schon so beliebt, dass gleich jede Sau hierhin will. Aber natürlich hat nicht jeder das Privileg, mein legendäres Dorf einfach so zu betreten. Deswegen müssen manche draußen bleiben. Ne? Du dreckiges Schwein? Geh dich mal waschen. Also, dann gehen wir doch mal rein. So. Hier links und auch rechts von meinem Tor sieht man schon mal, dass ich Mauern errichtet habe, auf die man auch drauf gehen kann. Und hier unten, unterhalb meines Turms, sieht man unter anderem Zuckerrohr, den ich angebaut habe auf dem Fluss. Und hier ist ein Feld, auf dem ich Kürbisse und Melonen angebaut habe. Das Feld ist übrigens 11x11 Blöcke groß. Und in der Mitte ist ein Feld mit Wasser, das im Radius von 4 Blöcken alles bewässert. So. Wenn wir hier runterlaufen, kommen wir einerseits zu unserer Brücke. Rechts von mir ist einer von zwei großen Aussichtstürmen, die wir uns gleich noch genauer anschauen werden. Und wenn man hier über diese Brücke läuft, sieht man hier links auch schon den zweiten Eingang zu meinem Dorf. Und hier sieht man auch, dass der Fluss hier unten auch über die Mauer hinaus weitergeht. Die Falltüren hier führen übrigens dorthin, wo ich mich nach meiner ersten Minentour wieder hochgegraben habe. Ansonsten kann man hier auch sehen, dass ich Steinwege gebaut habe, um genau zu sein, auspolierten Andesit. Und hier rechts habe ich mich an so ein Schienensystem mal versucht. Ist aber noch nicht wirklich ausgereift. Also, dann gehen wir mal weiter zu meinen Tierchen. Da haben wir zum einen Schafe. Hier haben wir Kaninchen, Kühe, Schweinchen und ein paar Hühner. Und natürlich habe ich auch ein paar Kakteen angebaut auf Sandblöcken. Und jetzt passt mal auf, was wir hier hinten haben. Da gucken wir jetzt mal ganz langsam runter. So, und dreimal dürft ihr raten, was da unten ist. Ich würde sagen, wir springen einfach mal runter. Tada! Hier sind natürlich meine Minen. Und wenn ich wieder hoch will, benutze ich einfach die Leiter. Das hier mit dem Laubdach hier vorne war übrigens mein erstes Häuschen, das ich hier errichtet habe. Irgendwann haben aber Creeper die Wände eingerissen und dann habe ich halt nur noch das Dach und die hintere Wand stehen lassen und den Rest entfernt. Danach ist dieser Turm hier entstanden. Das war ursprünglich so ein kleines Häuschen, das ich so ein bisschen in einen Berg eingebaut habe, den man jetzt aber nicht mehr so wirklich sieht, weil ich den Berg nämlich etwas abgetragen und geterraformt habe. Deswegen hat sich der Berg inzwischen mehr nach links verlagert. Und jetzt hat sich hier das Erdgeschoss halt mittlerweile zu einem Lager entwickelt. Das heißt, alles, was ich in meinen Minen und Reisetouren gefunden habe, ist hauptsächlich hier in diesen Kisten. Und bei diesen ganzen Touren durfte natürlich eines nicht fehlen, nämlich diese Diamantrüstung, die ich hier stehen habe. Ansonsten habe ich hier noch weitere Truhen mit noch mehr Zeug aus den Minen. Redstone, Lapislazuli, noch mehr Bruchsteine. Hier unten führt übrigens die Treppe in einen Höhlentrakt. Und hier ist ein Geheimausgang. Können wir mal kurz gucken, wo man rauskommt. Nämlich hier an dieser Stelle. Und jetzt gucken wir auch mal, wie es hier oben aussieht. Hier können wir jetzt mal die Leiter hochklettern. Das ist das erste Geschoss.
Das ist auch nochmal eine Kiste mit allem möglichen Zeug. Im zweiten Geschoss ist nichts mehr. Genauso wie in den anderen Geschossen, also da habe ich jetzt keine speziellen Einrichtungen mehr hier hin platziert. So, und schon sind wir ganz oben. Jetzt schauen wir mal, wie die Aussicht von hier aus ist. Das sieht man da hinten noch so ein bisschen die Savanne, wo ich mal hergekommen bin. Und hier kann man zum Beispiel meine Felder von oben betrachten. Und natürlich die anderen Häuser, die wir uns noch alle nacheinander genau anschauen werden. Übrigens, der Server-Admin hat mich für diesen Turm mit dem legendären Eye Award ausgezeichnet. Noch eine Sache zu meinem angebauten Zuckerrohr. Ich habe aus den Sumpfbiomen die Seerosen mitgenommen und sie hier aufs Wasser gesetzt, damit ich hier einfach drüber laufen kann. Ist ziemlich praktisch. Nee, ich habe mir gerade überlegt, ob ich die Nacht überspringen soll, aber ich habe ja eigentlich relativ gut beleuchtet. Ich denke, bei den ganzen Laternen und Fackeln sollten hier keine Monster spawnen. Dann schauen wir uns mal das erste Feld hier an. Wie man sieht, habe ich hier Weizen angebaut. Auf dem nächsten Feld sind Karotten. Und auf dem hintersten Feld habe ich noch ein paar Kartoffeln angebaut. Und dann laufen wir mal weiter. Und zwar zu einem bestimmten Eingang hier. Der führt die Leitern hier hinunter. Und unten angekommen, geht man dann durch diese zwei Eisentüren. Und dann kommt man schließlich zu meinem Portal in die Hölle. Wieder oben angekommen, findet man hier daneben ein kleines Steinhäuschen. Und da habe ich meinen Amboss reingestellt, mit dem ich Werkzeuge reparieren oder Gegenstände umbenennen und kombinieren kann. Und direkt daneben befindet sich wieder ein Häuschen. Und in dem befinden sich, wie man hier schon leicht sehen kann, Bücherregale. Und natürlich auch ein Zauberbuch, um Waffen oder Gegenstände verzaubern zu können. Das waren jetzt natürlich alles noch nicht allzu besondere Dinge. Aber die kommen jetzt allmählich, indem ich euch mal mein erstes großes Haus zeige, das ich hier gebaut habe. Und dabei handelt es sich nämlich, wie wir gleich sehen werden, um eine Taverne. Hier kommen wir rein und sehen rechts gleich mal die Sitzplätze. Und hier bei der Bedienung kann man seine Bestellungen abgeben. So, und dann ist hier oben noch so eine extra Vorratskammer. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal das Obergeschoss an. Hier oben sind zur Dekoration so ein paar Blumentöpfe aufgestellt. Und gleich rechts kann man hier auf einen kleinen Balkon gehen und ein bisschen Luft schnappen. Ich muss übrigens anmerken, die Aussicht ist mir hier echt gelungen. Man sieht einfach nur einen Berg. Super! Einfach super! Da muss ich zugeben, da habe ich den Bau einfach nicht so genau durchdacht. Aber was soll's. Hier ist übrigens Zimmer 22. Genau. Zimmer 1 und Zimmer 22. Die Nummerierung war übrigens nicht mein Werk. Da könnt ihr euch bei meinem Kollegen Walner 22 bedanken. Der hat das Zimmer irgendwann mal zu seinem erklärt und musste ihm dann natürlich auch die entsprechende Ziffer geben. Ist ja klar. So, das ist Zimmer 1, das sieht hier so aus. Und hier oben ist auch nochmal so ein kleiner Speicher oder Vorratsraum. Machen wir erstmal wieder die Türen zu. Und rechts von Zimmer 3 geht es hier wieder auf einen kleinen Balkon raus. Naja, sieht man auch nicht arg viel. Ansonsten ist das letzte Zimmer 3 eigentlich auch so eingeräumt in etwa wie die anderen. Dann gehen wir jetzt mal zu meinem nächsten Häuschen. Dafür gehen wir hier über den Fluss. Dann hier die eine Treppenstufe rauf. Und dann zeige ich euch mal hier diese Bank, die ich hier vor dem Haus habe. Sowie so einen kleinen Teich hier unten. Und im Haus sieht es wie folgt aus. Wir haben ein paar Bilder aufgehangen und hier eine schöne große Küche mit zwei Öfen und natürlich auch einem Kühlschrank. Und hier sind zwei Stühle und ein kleiner Tisch. Viel mehr hat da in das Haus auch gar nicht reingepasst. So, das war's schon von diesem Häuschen.
Und jetzt schauen wir uns mal ein etwas größer ausgefalleneres Haus an. Nämlich das hier. So sieht das etwa von außen aus. Und jetzt gehen wir doch mal rein in die gute Stube. So, das soll einen Fernseher darstellen. Und davor haben wir eine große Couch und einen blauen Teppichboden. Hier haben wir eine kleine Küchenecke. Und dann gehen wir mal hoch in die erste Etage, wo wir unser Schlafzimmer haben. Das Problem ist ja nur, dass im Falle eines Todes das Bett geblockt ist und man hier nicht mehr respawnen kann. Deswegen habe ich hier noch ein zweites Bett hingesetzt. Und hier haben wir einen kleinen Balkon. Da hinten werden wir übrigens als nächstes hingehen. Aber zuerst zeige ich euch noch den Speicher. Und wie ihr seht, haben wir hier noch einen ziemlich großen Verstauungsraum. Als nächstes zeige ich euch jetzt mal meinen Stall. Kurz mal die Ansicht von der Seite und dann laufen wir mal rein. Das hier sind meine treuen Gefährten. Oh, mir fehlt eins, fällt mir gerade auf. Naja, das ist übrigens mein edelstes Pferd, Prinz Ferdinand. Na, ist er nicht prächtig? Halt einmal. Jetzt laufen wir mal hier runter und schauen uns dieses Häuschen an, wo wir hier oben einen schön großen Balkon haben und auf den können wir sogar hier hoch und von oben rein in die Wohnung. Aber wir gucken uns erstmal das untere Geschoss an. Ganz links und rechts gehen hier die Treppen hoch und an der gesamten Wand entlang habe ich die Küche hingebaut. Hier habe ich sogar versucht, zwei Herdplatten zu simulieren. Ansonsten noch ein Spülbecken, Kühlschrank und eine Kiste, in der sogar noch ein paar Dinge drin sind. Und das hier ist dann der Speisetisch. So, dann laufen wir jetzt mal hoch. Hört ihr das? Da verreckt gerade ein Zombie hinter den Mauern. Und weg ist er. Also zurück zur Wohnung. Hier habe ich quasi einen doppelten Kleiderschrank hingebaut mit Schwarzeichenholztüren. Und innen drin habe ich einfach ein paar Kisten reingestellt. Und das hier ist das Schlafgemach. Was mir persönlich recht gut gefällt mit dem braun-weißen Teppich und den zwei Nachttischen auf der Seite. Dann zeige ich euch mal noch kurz den Balkon draußen. Hier können wir jetzt zum Beispiel auf die andere Seite rüberlaufen und auch von hier wieder in die Wohnung reingehen. Jetzt mache ich hier wieder die Tür zu und da hinten ist sie, glaube ich, auch noch offen. Ja. Und dann gehen wir mal jetzt in den Speicher hinauf. So. Dann ist hier erstmal eine kleine Abstellkammer. Und hier rechts auch nochmal. Und auf der gegenüberliegenden Seite sieht es genauso aus. So, als nächstes zeige ich euch das hier. Das ist nämlich die Schmiede des Dorfes. Hier haben wir zwei Öfen. Das hier ist so eine Art Arbeitsplatte. Hier haben wir den Amboss. Und hier die Feuerstelle, wo ich Lava reingetan habe. Ansonsten haben wir hier zum Beispiel noch eine Sitzmöglichkeit. Jetzt gehen wir mal die Leiter hoch, die in den Wohnbereich führt. Oh, die Tür ist schon offen. Also das hier ist so eine kleine Schlafecke. Eine Kiste. Und eine Art Schreibtisch mit einem zum Verwechseln ähnlichen Bildschirm. Jetzt gehen wir mal hier weiter. In dem Haus waren wir ja schon. Das ist die Taverne von hinten. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich denke, ich zeige euch jetzt einfach mal dieses Konstrukt. Hier davor haben wir zwei Kisten, die eventuell schon drauf schließen lassen, worum es sich hier in etwa handeln könnte. Hier haben wir ein Redstone-System, mit dem man Kakaobohnen recht schnell abfarmen kann. Ich würde sagen, ich führe euch einfach mal kurz vor, wie das funktioniert. Ich drücke einmal hier drauf und zack, ist durch das ganze Wasser, das hinten rausfließt, alles abgefarmt. Dann drücke ich nochmal hier drauf und das Wasser ist wieder weg. Und
dann kann ich hier wieder neue Kakaobohnen anpflanzen. So, dann schauen wir uns mal das nächste Häuschen an. Nämlich das hier, das hauptsächlich aus Akazienholz gebaut wurde. Und jetzt gehen wir doch mal rein. So, wir schauen uns erstmal das Erdgeschoss an, wo wir hier erstmal den Essensbereich haben, mit zwei Bänken und einem Tisch. Dann haben wir hier die Küchenecke mit zwei Öfen, Spülbecken und daneben ist auch gleich das Schlafzimmer. Hier haben wir ein Doppelbett, an der Wand ein Regal und rechts davon einen kleinen Schrank. So, dann gehen wir mal hoch. Hier haben wir so zwei Art Kleiderhaken und was natürlich in keinem Haus fehlen darf, ist ein Balkon, der hier so ein bisschen um die Ecke geht. Jupp. Und hier in der oberen Etage ist auch nochmal eine Küche mit Kühlschrank, Ofen, Herd, Dampfabzugshaube, lecker Kuchen und zur Abwechslung habe ich mal ein bisschen Birkenholz benutzt. Und hier hinten so eine Art Schreibtisch und die Schlafecke. Dann ist als nächstes dieses Häuschen dran. So, und zwar haben wir hier eine große Sitzecke. Quasi mit blauer Tischdecke. Hier drin ist die Küche. Auch wieder ein bisschen anders angeordnet. Hier oben geht es dann ins Wohnzimmer, wo natürlich wieder ein Fernseher steht. Dieses Mal sogar mit Bild. Hier geht es dann raus auf den kleinen Balkon. Da hat man auch so einen kleinen Ausblick. Und ansonsten... hier lang. Ansonsten haben wir hier noch das Schlafzimmer. Natürlich auch wieder mit Schrank. Und dann gibt es hier aber auch noch einen Geheimgang. Nämlich hier hinten, unter der Treppe. Kommt mir hier runter in den Keller. Und dort haben wir noch einen kleinen Lagerraum. Gut. Und hier unten, vielleicht ahnt ihr es schon, hier geht's wieder zu den Minen. Ist irgendwie verlockend, hier runter zu springen, oder? Naja, ich führe euch jetzt mal weiter zur nächsten Einrichtung. Und zwar handelt es sich hierbei um das Gasthaus zum Wambo. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rein. So, hier haben wir erstmal einen schönen roten Teppich in der Mitte, einen Kamin und hier auf der rechten Seite sind die Sitzplätze. Ja, schau mal an. Wen haben wir denn da? Das ist natürlich der Koch. Jetzt macht er sich auch schon gleich an die Arbeit, ne? Was haben wir denn hier? Also da ist nichts drin. Das kann ich eigentlich auch nicht gebrauchen. Gut, hier sind noch ein paar Öfen. Und hier oben geht's in die Wohnung, wo wir natürlich gleich mal wieder einen Fernseher mit Couch vorfinden. Hier ist dann der Essensbereich. Und dazu gibt's hier noch so eine kleine Kochnische. Und hier geht's dann auch schon wieder ins Schlafzimmer, wo wir hier so einen CD-Spieler haben, Doppelbett und einen Schrank. So, dann zeige ich euch mal die nächste Behausung. Und dieses Haus ist wie folgt eingerichtet. Hier haben wir erstmal eine Treppe, die nach oben führt. Hier eine kleine Kiste und einen Blumentopf. Sitzecke, Fernsehecke. Hier haben wir auch nochmal eine kleine Kiste. Und hier geht's dann in die Küche, die natürlich auch wieder voll ausgestattet ist mit allem, was man braucht. So, dann gehen wir mal hoch. Hier oben habe ich Glowstone-Lampen eingebaut,
Mal zur Abwechslung. Und hier geht's in das Schlafzimmer Nummer 1. Auch wieder mit Glowstone-Lampen an der Decke. Und gleichzeitig kann man hier rausgehen, auf den Balkon. Moment, machen wir mal hier wieder die Tür zu. So. Also wie gesagt, hier haben wir einen schönen großen Balkon, von dem man ein bisschen die Aussicht genießen kann. Und hier hinten ist das Schlafzimmer Nummer 2, das identisch aussieht wie das erste. Dann gehen wir mal jetzt als nächstes durch diese Tür, die in den Speicher führt. Hier haben wir noch so eine kleine Abstellmöglichkeit, sag ich mal. Und hier oben ist dann auch nicht mehr arg viel, außer ein paar Rüstungsständer und ein paar Kisten. Dann gehen wir mal als nächstes hier rein. Das hier soll so eine Art Regal sein. Und hier haben wir wieder eine Sitzecke und eine Küche. Ja. Und da hinten geht's dann in das Schlafzimmer. Mit weißem Teppich auf dem Boden. Und das hier soll ein größerer Schrank sein. So, jetzt kommt eins meiner Lieblingshäuser. Das, finde ich, sieht von außen schon mal besonderer aus als die anderen. Wir haben hier vor dem Haus eine kleine Sitzbank. Hier eine Art Fensterbank. Auf allen Seiten. Und jetzt schauen wir doch mal, wie es von innen aussieht. Hier sehen wir gleich mal, wenn wir reinkommen, stehen wir direkt in der Küche, wo wir natürlich Ofen, Kühlschrank und alles drum und dran haben. Hier so ein kleiner Abstelltisch, gegenüber ein Schrank und hier haben wir Tisch und Bänke. Und dann können wir hier die Treppen hochgehen und kommen schließlich ins Schlafzimmer, wo wir ein großes Regal und ein Doppelbett haben. Und hier ist noch so eine Art Abstellkammer. Dann schauen wir uns mal dieses Häuschen an. So, wenn man reinkommt, hat man hier erstmal eine Ablage. Hier sind ein paar Kisten und eine Musikanlage. Dann haben wir hier eine Küche, in der ich versucht habe, solche Schubladen zu simulieren. Ansonsten haben wir natürlich noch einen Kühlschrank und so weiter. Und hier haben wir den Essensbereich. Und hier hinten haben wir dann noch einen großen Schrank mit Bücherregalen. Hier unten geht's dann in den Keller. Und von hier aus kann man dann auch nach draußen laufen. Dann gehen wir mal ins Obergeschoss. Hier haben wir eine Art Kommode mit zwei Kleiderhaken. Und hier haben wir so eine kleine, mit Glowstone beleuchtete Abstellkammer. Und hier haben wir dann das Bett und einen Schreibtisch mit Stuhl sowie einen Schrank. Jetzt gehen wir mal hier hinter, zu unserem zweiten großen Aussichtsturm. Von außen sieht er vielleicht etwas toller aus, als er eigentlich von innen ist. Aber gehen wir doch erstmal rein. Im Prinzip haben wir hier nämlich nur eine lange Wendeltreppe, die bis nach ganz oben führt. Und da ganz hoch zu laufen, dauert eine Ewigkeit. Aber nach gefühlt einer Stunde ist man dann endlich oben. Und jetzt schauen wir mal raus. Ach ja, hier sieht man übrigens noch die Gebäude von den Kollegen hier auf dem Server, die auch so einiges Interessantes gebaut haben. Also, falls es euch interessiert, was es sonst auf dem Server zu sehen gibt und was andere gebaut haben, dann schreibt's doch einfach mal in die Kommentare. Ansonsten kann man von hier oben aus natürlich auch unser Dörfchen betrachten. So, dann gehen wir mal ins vorletzte Häuschen, das ich euch zeigen werde. Und wenn man reinkommt, sieht man erstmal diese Kommode hier. Und da muss ich sagen, immer wenn ich mir das angucke, muss ich immer an so ein Gesicht denken, oder? Wo das hier oben die beiden Augen sind und das hier unten der Mund. Geht's euch auch so? Lasst es vielleicht einfach mal auf euch wirken.
So viel dazu. Hier sind noch zwei Kleiderhaken. Und hier geht's dann ins Wohnzimmer. Hier haben wir natürlich wieder Fernseher, Couch und Tisch. Das hier ist mal ein etwas anderes Regalstück. Und das hier soll so eine Art Standuhr sein. Und im anderen Raum befindet sich dann die Küche. Die ist natürlich normal eingerichtet, wie die anderen auch. Ansonsten haben wir hier zur Abwechslung mal noch einen anderen Einrichtungsgegenstand. Und hier haben wir dann noch einen schönen großen Tisch mit blauer Tischdecke. Dann würde ich sagen, gehen wir mal die Treppen hoch. So, hier oben haben wir den Flur und hier kommen wir ins Arbeitszimmer. Da haben wir hier zum einen so einen Bildschirm, das soll das darstellen. Und diese Eisenplatte soll so eine Art Tastatur sein. Und ansonsten haben wir hinten noch so ein Regal. Ja, das war's schon. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Und hier drin befindet sich ein schön kuscheliges Schlafzimmer, wie ich finde. Und das hier soll auch nochmal so einen Art Laptop darstellen. Ja, ansonsten haben wir hier noch so einen kleinen Stuhl. Und einen großen Schrank. Und zu guter Letzt haben wir hier draußen dann noch einen kleinen Balkon. So, das hier ist das letzte bzw. neueste Haus, das ich gebaut habe. Von außen ist es zwar schon fertig, aber wie ihr sehen werdet, fehlt innen noch die komplette Einrichtung. Sieht dementsprechend bisher noch relativ mau aus. Da habe ich mir schon mal überlegt, ob ich hier so einen Abschnitt mache, dass das ein Raum wird. Aber das ist wie gesagt noch nicht ansatzweise fertig. Und was ich mir auch schon überlegt habe, ist, dass ich hier eine Treppe runter mache in den Keller. Und im oberen Geschoss sieht's ähnlich aus. Also da müsste ich mir auch erstmal noch eine Raumaufteilung überlegen. Tja, das ist also mein kleines Minecraft-Dorf Hoggihausen. Und wisst ihr was? Zum Abschluss gehen wir jetzt noch ein paar Zombies klatschen. Damit sind wir jetzt also am Ende des Videos, das echt länger und aufwendiger wurde, als ich dachte. Auf jeden Fall hoffe ich mal, wenn ihr auch gerne Minecraft zockt, dass ihr vielleicht die ein oder andere Inspiration mitnehmen konntet. Wenn euch das Video und die Einrichtungen gefallen haben, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback freuen. Und wenn euch etwas nicht gefallen hat, wäre es nett, wenn ihr kurz eine Begründung abgebt. Ansonsten, wenn ihr mehr solcher oder ähnlicher Minecraft-Videos sehen wollt, oder wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal.